Hallo liebe Musikfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Was ist Musik? Ja, Paul McCartney, Ex-Beatle und größter lebender Musiker der Welt, hat, wie er selbst sagt, den Lockdown zum Rockdown gewandelt und schlanke 40 Jahre nach seinem Soloalbum 2 das Soloalbum 3 rausgebracht. Ja, warum das jetzt aber erst als das dritte wahre Solo-Werk von Paul McCartney gilt und ob das Album 3 überhaupt den hohen Erwartungen, die an es gerichtet sind, entsprechen kann, ich finde es heute für euch heraus. Hey ho, let's go! Ja, liebe Musikfreunde, je nach Zählweise, also ob man jetzt die Alben mit den Wings dazu zählt, die Live-Alben oder auch die Compilations, handelt es sich bei 3 entweder um das 19., 26. oder gar schon 48. Album von Paul McCartney. Warum nennt er es denn dann 3? Ganz einfach, denn es ist erst das dritte wahre Soloalbum von Paul McCartney. Also ein Soloalbum, auf dem er sämtliche Instrumente selbst eingespielt hat. Er hat hier alles selbst eingespielt, vom Schlagzeug über den Bass natürlich bis zum Mellotron, das hier auf diesem Album für einige elektronische Vibes sorgt. 3 ist somit der dritte Teil einer Trilogie, denn bereits im Jahr 1970 hat Paul McCartney One aufgenommen, damals um sich von dem Stress mit den Beatles so ein bisschen abzulenken. Und dieses Album One gilt heutzutage als Pionierleistung des Home Recordings. Ja, und 10 Jahre später hat er dann mit 2 ein Album aufgenommen, wo er hauptsächlich mit seinem Synthesizer rumspielt und dadurch ist dieses Album so ein bisschen stark elektronisch ausgefallen. Dabei wollte er sich damals doch nur über den Band-Breakup mit den Wings hinwegtrösten. Auf beiden Alben erlebt man Paul McCartney pur, denn er hat hier wirklich alles selbst aufgenommen und eingespielt. Ja, und jetzt 40 Jahre nach 2 hat er jetzt den Lockdown dazu genutzt, 3 rauszubringen. Er hatte offenbar genug Zeit und wenn man genau auf die Texte achtet, dann kann man, wenn man unbedingt will, auch einige Bezüge zur Pandemie da hineinlesen. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties in Find My Way. Und vor allem Dinosaurs and Santa Claus will stay indoors tonight. Das passt natürlich ganz gut zum Lockdown. Trotzdem sind diese Bezüge meines Erachtens subtil und vor allem universell genug, dass man in einigen Jahren, wenn dieser ganze Lockdown und Corona-Mist hoffentlich endlich vorbei ist, sich nicht genervt von diesem Album abwendet. Denn es sind, wie gesagt, nur hauchfeine Bezüge, die er hier herstellt und sie sind meines Erachtens noch nicht mal so eindeutig. Das wäre aus meiner Sicht nämlich wirklich eine Schande, würde man das nachher einfach als Lockdown-Album belächeln, denn dieses Album besticht durch einige eindeutige Qualitäten. Beatles-Fans, sei schon mal gesagt vorweg, dass mich, wenn man es mit dem Beatles-Output vergleicht, dieses Album am ehesten an das White-Album erinnert. Und zwar zum einen wegen des Sounddesigns, zum anderen auch wegen der großen Experimentier- und Spielfreude, die Paul McCartney hier auszeichnet. The White-Album ist ohnehin aus meiner Sicht das Beatles-Album, das am allerbesten von allen gealtert ist. Paul McCartney wirkt auf 3 sehr motiviert und unfassbar inspiriert. Man merkt ihm seine große Spielfreude und Experimentier. Lust an. Er will aus jedem Song etwas ganz Besonderes rauskitzeln. Da ist nichts 0815 routiniert oder gar altbacken, sondern alles ist liebevoll ausgearbeitet, ohne dabei allerdings zu bemüht oder gar überladen zu wirken, sondern alles wirkt wie lässig aus dem Ärmel geschüttet. Also was mich jetzt aber hier an dem Album am meisten erstaunt hat, das ist, wie zeitgemäß Paul McCartney immer noch klingt, was die Soundgestaltung anbelangt. Also gut, wenn man sich auf Blues als Referenz bezieht, dann haftet der Musik immer automatisch so ein gewisser Retro-Faktor an. Allerdings, was er dann daraus macht durch die Instrumentierung und das Sounddesign, das klingt schon sehr weit vorne. Also ich sag mal jetzt Bands wie A Cut Fire oder All J, die klingen jetzt für meine Begriffe auch nicht zeitgemäßer als der 79-jährige Paul McCartney hier. Aber da kommen wir jetzt auch gleich mal zu einem kleinen Problem, das ich vor allem am Anfang mit der Platte hatte. Denn so fresh und jugendlich die Kompositionen von Paul McCartney hier klingen, so wenig ist das doch der Fall bei seiner Stimme. Die klingt nämlich hörbar alt
und brüchig und das will so gar nicht recht zusammenpassen. Zu einer solchen Stimme hätte wahrscheinlich besser ein klassisches Alterswerk gepasst, so wie von Bob Dylan, Leonard Cohen oder Johnny Cash. Aber diese Jugendlichkeit auf diesem Album, die kontrastiert hier doch stark mit der Stimme. Und daran musste ich mich zumindest erstmal gewöhnen. Aber Paul McCartney ist eben ein sehr rüstiger 79-Jähriger, der noch gar nicht an sowas wie ein Alterswerk denkt. Ja, und das kann und muss man eben auch respektieren. Obwohl es dann auch wieder in einem Song auf die Spitze getrieben wird, in Deep Down, wo er dann irgendwas die ganze Zeit singt von Party Every Night. Also da wirkt er dann doch schon etwas stark berufsjugendlicher und wie so ein Rentner, der in Teenagerkleidung einen auf cool machen will. Allerdings, ich halte es für möglich, wenn nicht sogar wahrscheinlich, dass Paul McCartney dieser Kontrast zwischen seiner Stimme und seiner Musik selbst klar ist und er in Deep Down mit diesem Funk, Disco, Rock Monster bewusst ironisch darauf anspielt. Und das wäre ja schon wieder ziemlich genial. Auf vielen Songs auf dem Album umgeht Paul McCartney dieses Problem mit seiner Stimme allerdings, indem er sehr oft den Kopfgesang einsetzt, also mit sehr hoher Stimme singt und das klingt dann absolut alterslos. Ja, aber vielleicht sollte man sich ohnehin mal fragen, ob diese Erwartungshaltung an Musiker jenseits der 70 nicht auch sehr klischeehaft und stereotyp sind. Nicht jeder ältere Rockmusiker hat vielleicht Lust, ein getragenes, bedeutungsschweres Spätwerk aufzunehmen, wenn er sich vielleicht gerade ganz anders nämlich happy und vital fühlt. Und Paul McCartney zeichnet ganz offensichtlich die Kraft der zwei Herzen aus. Ansonsten gibt es auf diesem Album Songs wie Venus, die zeigen, dass Paul McCartney in Sachen Kunstliedkomposition seit Blackbird nichts verlernt hat. Und es gibt auch Gossip, denn eine Verschwörungstheorie lautet, dass Laboratory Lil ein Diss-Track auf seine Ex-Frau ist. Aber es gibt mit Deep Deep Feeling eben auch einen Song über die große Übermacht von Gefühlen. Und dieser Song ist über 8 Minuten lang. Und da ging es mir beim Hören öfter so, wie es Paul McCartney hier singt. Sometimes I wish it would stay. Sometimes I wish it would go away. Also ich wollte oft, dass der Song endlich vorbei ist, weil er sich teilweise doch etwas hinzieht. Dann merkt man und erwischt sich später dann aber doch dabei, wie man die Melodie des Songs so vor sich hinpfeift. Ein ambivalenter Höreindruck dieser Song also, aber am Schluss des Albums schließt sich dann die Klammer, die Paul McCartney thematisch wie musikalisch um dieses Album gelegt hat. Und zwar beginnt das Album im Opener mit einem halb instrumentalen Song, also zumindest ohne Liedgesang, Long-Tailed Winterbird, und beschlossen wird das Album dann vom Winterbird, den Paul McCartney bereits im Jahr 1992 aufgenommen hat, mit seinem damaligen Produzenten George Martin, der allerdings, wie Paul McCartney betont, nichts bei der Aufnahme hinzugefügt hat. Es entspricht also weiterhin dieser Song diesem strengen DIY-Gedanken, dass Paul McCartney auf diesem Album wirklich alles selbst eingespielt hat. 1992, also ein echter Blast of the Past, wo man auch mal den 90er-Jahre-Gesang von Paul McCartney nochmal hören kann, der doch deutlich jünger noch klingt als jetzt vom 79-jährigen Paul McCartney. Ja, in dem Song macht ein Farmer seine Farm fit für den einbrechenden Winter. Ein Song von allegorischer Bildgewalt, zeitloser Schönheit. Fast hätte ich doch noch vergessen, dass sich mit Sliding auch ein echtes Rockmonster auf diesem Album befindet. Und das klingt ein bisschen so für meine Ohren wie die rockigeren Songs von Stephen Malkmus, dem Sänger von Pavement. Mein Fazit ist, dass Paul McCartney mit 3 endlich wieder ein großer Album-Hit gelungen ist. Er beweist hier, dass er am Puls der Zeit ist und nicht nur dafür da, das übermächtige Beatles-Erbe zu verwalten. Nein, er geht inspiriert und mit viel Spielfreude zur Sache und zeigt, dass er einer der besten Musiker ist, die überhaupt noch auf Erden wandeln. Man hätte es fast vergessen, dieses Album ruft es einem nochmal eindringlich in Erinnerung. Ein schönes Album, ein tolles Album, ein Album, das von mir 8 von 10 möglichen Punkten bekommt. Ja, liebe Musikfreunde, das war mein Review vom neuen Paul McCartney-Album 3. Wie gefällt euch das Album? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gut gefallen hat, dann hinterlasst mir doch ein Like oder abonniert doch
am besten gleich meinen ganzen Kanal, denn dann verpasst ihr ja auch keins meiner künftigen Videos mehr, wenn ich etwa neue Alben review oder über musikalische Themen spreche. Vor allem dann nicht, wenn es wieder heißt, was ist Musik? Rock on!